So ihr Lieben, wir sind mal wieder unterwegs zum Magnetfischen. Diesmal sind wir im tiefsten Brandenburg an einem schönen kleinen Kanal. Wir werden gleich mal Besuch bekommen. Natürlich sind wir der Meinung, hier geht auch trotzdem was, weil eigentlich findet man überall immer was. Wir haben heute Scottzilla dabei. Das sind zwei Barbarian zusammen an einem vernünftigen Halter, dass er nicht verbiegen kann. Scotty wird heute mit Terror unterwegs sein, denke ich mal. Ja. Handschuhe hat er an, alles von Magnetar. Schaut mal rein, unten in der Beschreibung. Und mit dem Code Maskottchenco bekommt ihr auch nochmal 5% Rabatt für euer Einkauf. So, wir werfen gleich mal rein, nachdem wir uns überlegt haben, wo wir das Ding festmachen. Hier, warte mal, da ist gut, dann machen wir das fest und dann ist das schön. Gut, dann kommen zum ersten Wurf und weg ist er. Weiter kann man eh nicht werfen. Ach, vielleicht sollte man vorher Handschuhe anziehen. Bin immer gespannt, wer den ersten schönen Fund macht hier. Einmal haben wir dabei. Zwei Stück. Den ganzen Mist auch reinschmeißen können. Wo ist mein Eimer? Da hinten ist er. Da. Zack. Das war mal ein Messer. Und hier haben wir ein dickes Bootsteil auf jeden Fall. Ich zieh mal komm ab. Und bei dir auf jeden Fall eine Batterie. Und was ist das hier? Das lohnt sich aber ein bisschen genauer anzugucken vielleicht mal. Ja, könnte sein. Na, pack mal ein. So, ich glaube... Und siehst du, da kommt schon wieder was. Krass. Guck mal, das war mal eine richtig alte Zange. Guck mal, wie viel Rost da drauf ist, wie lange die schon Wasser liegen muss. Krass. Sehr geil, oder? Ja. Kommt da drüben mit zu den coolen Sachen. Und ein Boomerang. Guck mal, was gut muss sein. Müssen wir uns wirklich zu Hause mal angucken. Das machen wir dann schön mal ein Reinigungsbad. Aber ich vermute mal, das wird nur eine große viereckige Unterlegscheibe sein. Aber wir gucken uns trotzdem mal zu Hause an. Die Sachen packen wir hier hin, die schön sein könnten. Ne? Eine alte Kette, oder? Müsstest du da haben? Eine alte Kette, guck mal. Sehr cool. Schau mal. Ja, selbst in so einer kleinen Stelle liegt so viel Zeug drin. Wahnsinn. Guck mal hier, bisschen aufgebrochen. Ja. Cool, sehr hübsch. Gut, jetzt kommt auf jeden Fall was, merke ich gerade. Oder? Ja. Ja. Ein Haken. Zack, 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 zack. Einmal sauber machen. Oh, geht ja schon mal gut los hier. Schickes Messer. Zieh mal ab. Nee, kannst du mal fotografieren lassen eine Runde und dann abziehen. Ja. So. Ah, jetzt kommt was Schweres. Ah. Hier eine Stahlplatte. Und der Rest von diesem Ring. Hep. Hep. Und dicke Platte. Das ist doch mal was richtig Cooles. Guck mal hier, ein schöner Erdnagel. Den können wir gleich nutzen. Für. Und können wir den dran festmachen. Genau. Hervorragendes Teil. Heben wir auf jeden Fall auf. Scotty? Ja. Ich hab noch einen. Ja, mach mal den. Und. Aal? Kein Aal. Irgendwas anderes. Keine Ahnung, was das hier ist. Wir. Mal gucken. Kaputt. Ach, nö. Ganz alt. Machen wir sonst nicht, aber heute machen wir mal. Kaputt. Schwer auf jeden Fall. Und wieder ein Riesen. Metallteil.
Hep, hep und wieder rein. Scotty meint, er hat was. Gucken wir mal. Oh ja, oh, das ist schön. Oh, das ist ein toller Fund. Kriegst du es raus? Ja. Oh, der ist richtig schön. Ja, diesmal ist ein gut. Nee, hab ich nicht. Nee? Da musst du mit der Hand runtergehen noch. Der ist aber schick. Richtig cooler alter Kochtopf. Jetzt habe ich mal weggekloppt. So dick war die Kruste unten. Wenn man es freikloppt, dann sieht man, dass es hier so eine kleine lustige Zange ist. Hier. Zum Einstellen. Cool. Aber das ist heftig gerade. Ist das eigentlich wild? Nee, aber hier, das ist cool. Na, wer kennt's? Genau, Türkasten, Schloss. Von einer alten Klotür zum Beispiel. Cool. Und. Oh, abgegangen. Alte Scharnier. Ja, kein Koppelschloss. Altes Holz. Und bestimmt was vom alten Boot. Oder sogar von der Tür. So, da wird sich jemand freuen. Wir haben die alte Badeleiter gefunden. Und da ist der erste Blinker des Tages. Zack. Bin damit. Bin drin. Scotty hat ein Porträtfotos gemacht. Fürs Buch. So, wir haben ja einen Glückshund dabei. Und jetzt kommt auch garantiert gleich ein großer Fund hier wieder. Das merke ich schon vom Gewicht her. Der zerfällt gleich. Keine Ahnung, was das gewesen ist hier. Eine alte Stange. Ach, bestimmt von der Kutsche hier vorne. Zack. Ah, Gott, was habe ich gehört? Auf jeden Fall. Boah, krass. Einmal. Was ist das denn hier? Das sieht ja spannend aus. Noch eine Öse. Noch ein Blech. Am Auto würde ich sagen, verteilt von der Kardanwelle, aber das sieht ja fast aus wie so ein Lauf. Oder? Ich mache es sonst nicht, aber heute klopfe ich mal ein bisschen einfach hier ab. Einfach zu sehen, was es ist. Da unten ist ein Gewinde dran. Ein Feingewinde. Und hier hinten. Bootswelle oder sowas in der Art. Das ist ja spannend. So, mit diesem wunderschönen Fass zum Untergang bedanken wir uns fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, aktiviert die Glocke, lasst ein Abo und ein Like da. Schaut bei uns mal auf Instagram vorbei, auf TikTok und natürlich auch gerne mal auf Facebook. Wir ziehen jetzt die Magneten raus und dann räumen wir auf und machen Feierabend, denn morgen geht es nach Utrecht. Und wir haben noch eine Metallstange. Gut, dann bis zum nächsten Mal.